Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Challenge und zwar in Plague Inc. Evolved. Hallo! Oder Evolved? Nur diesmal ganz anders. Das Evolved oder Evolved? Das heißt Plague Inc. Evolved? Ich dachte, Evolved. Ja. Evolved. Evolved. Peatsmeet.store, da gibt's unser Merch. Naja, es gibt ja von Plague Inc. Cool. Mehrere Versionen, glaube ich. Also, heute spielen wir mal eine ganz andere Variante. Heute versuchen wir mal nicht die Erde ins Chaos zu stürzen. Wobei, vielleicht machen wir das trotzdem. Aber wir versuchen heute den, ich hätte jetzt gesagt, den Virus zu heilen, aber das stimmt ja gar nicht. Das sind ja Bakterien. Also wir versuchen, die Bakterien zu heilen, die die Weltbevölkerung befallen. Also heute sind wir mal auf der anderen Seite. Heute sind wir die Heiler statt die Killer. Vielleicht ja. Kriegen wir das. Schönes hin. MRSA, ein MRSA-Keim. Dann gucken wir mal wieder. Also jeder spielt, glaube ich, sein Spiel zu Ende. Ich glaube, wir hatten gar keine Zeitvorgabe, ne? Nee. Wir gucken einfach, wer am Ende wie viel Points hat. Ob er noch an der Macht ist. Ja, also ob du noch genug Autorität hast. Ja. Autorität. Respektiert meine Autorität. Ja, dann bis gleich, ne? Viel Erfolg. Bis gleich. Gleich. Schwierigkeit, ich gehe mal davon aus, dass wir auf normal spielen. Wo sind da die Unterschiede? Volle internationale Kooperation. Alle lieben Masken. Klatschen vertreibt die Seuche. Alter, wenn wir für jedes Video klatschen, klatschen wir einfach die Seuche jedes Mal weg. Okay, auf normal ist halt Politiker zeigen etwas Kompetenz. Okay. Experten finden weitgehend Gehörgesundheitssysteme unvorbereitet. Das kommt schon ungefähr hin. Brutal. Anführer ignorieren Wissenschaft. Kranke spritzen sich bleich. Ärzte werden für Infektionsmeldung verhaftet. Mega brutal. Für jene, die brutal zu einfach waren. Alle halten Fake News fähig. Kranke werden umarmt. Ärzte spielen nur Plague Inc. Ja, okay. Nice, nice. Also der Seitenhieb ist schon lustig. Wir nennen eine solche Pax. Bei mir ist natürlich einfach warte. So, und jetzt versuchen wir daraus ein Wort zu machen. Lass mal hier. Quesk. Also, kannst du die Welt retten? Natürlich. Eine neue Seuche breitet sich unbemerkt aus. Du musst sie aufhalten, übernimm die Kontrolle, organisiere die weltweiten Gegenmaßnahmen und schütze die Menschheit. Wichtig, schütze. Ja? Wähle ein Land für dein Hauptquartier. Da gibt's nur eins. Deutschland. Benenne meine Seuche Arschloch lecker. Wähle ein Land für mein Hauptquartier. Ich nehme Deutschland. Dann nennen wir sie doch einfach MRSA, wie ich es gesagt habe. Multiresistente Staphylokokken oder irgendwie sowas. Wir wählen natürlich cooles Land. Und welches bessere Land könnte man natürlich nehmen als Deutschland? Na, in Deutschland, da gibt es auch ein paar gute Impfstofffirmen. Wir machen das. Ja, Party People, Biatzmiat wird die Welt infizieren. Kannst du die Welt denn retten? Ich würde mich in Deutschland sehen. Ich finde Deutschland ja auch ganz schön. Da! Norwegen, die Schweine! Ach, die infizieren jetzt direkt Grönland? Das ist ja frech. Wir warten mal. Wo ist der erste Darm? Oha! Das sind jetzt aber viele Ausbrüche. Wir haben jetzt schon... Oh, wir haben jetzt schon hier direkt... Was? Ist direkt schon was entstanden? Wir brauchen Ausbrüche untersuchen. Stelle weltweit... Ermittlerteams auf, die die Krankheit lokalisieren. Alter, die Skandinavier. Das war so klar. In Skandinavien. Zack. Biatzmiat wurde infiziert. Nee, identifiziert. Okay, wir müssen auf jeden Fall Ermittlerteams aufstellen. Und ab dahin. Jawohl. Unsere Experten waren von natürlichen Pandemie. Nein, nein, stopp. Okay. Als wenn die... Ne! Island! Die kriegen direkt Island. Da kommt ein Boot. Scheiße. Okay. Reaktion. Berichte... Wir richten auf jeden Fall die Impfverfolgung ein. Versuchen die nachzuvollziehen. Alarm in Afrika. Auf jeden Fall Alarm in Afrika.
MRSA identifiziert. Eine beunruhigende neue Krankheit wurde in Brasilien gemeldet. Experten warnen vor einer tödlichen Pandemie. Reaktionsinitiativen sind jetzt verfügbar. Gut. Also Südamerika schon mal böse. Südamerika. So, wir können jetzt halt... wir können jetzt einzelne Kontinente in Quarantäne stecken. Ja, das finden ja wahrscheinlich ein bisschen krass, weil es ja, kann auch ein Schnüpfchen sein. Wir können auch keine Reaktion machen. Nice. Hä? Okay. Dann, was ist das hier? Das ist jetzt auch neu. Informiere Weltpolitiker darüber, wie wichtig es ist, eine Pandemie schnell zu identifizieren. Erhöht die Autorität leicht. Okay, das brauchen wir jetzt noch nicht. Kurzarbeit brauchen wir eigentlich auch noch. Hä, wieso kann ich die Reaktion noch nicht machen? Hätte ich das jetzt? Aha! So, was ist die wichtigste Sache, die man erst erwarten sollte, wenn man Viren hat? Hände waschen. Infektionsverfolgungsbehörden ein, um Kontakte kranker Menschen zu infizieren. Das glaube ich ganz gut, das haben die im Tutorial auch empfohlen. Nee, wir brauchen noch nicht Stufe 2, wir gehen. Wir machen Grenzüberwachung, komm. Grenzüberwachung verbessern, kostet 6 Punkte, ich nehme das mal. Unser Einsatzteam muss gepusht werden, beziehungsweise wir schalten erstmal Fernsehwerbung, dass die Leute informiert werden. Nee! Okay, Skandinavien ist schon mal verloren. Nämlich Hände waschen. Zack. So, wir sind jetzt auch schon im neuen Land. Wir sind jetzt schon hier. Das ist gut. Können wir jetzt hier schon, können wir schon die Länder zumachen? Wenn wir jetzt versuchen, schnell hier im Festland zu handeln mit den Einsatzteams, dann könnten wir es doch schaffen. Deswegen nehmen wir natürlich ein Einsatzteam. Ich glaube, wir schicken die direkt nach Norwegen. Island ist erstmal nicht so schlimm. Geht mal nach Norwegen, Freunde. Eine beunruhigende Krankheit wurde in Norwegen gemeldet. Experten warnen vor einer tödlichen Pandemie. Reaktionsinitiativen sind jetzt verfügbar. Okay, jetzt können wir reagieren. Norwegen ist befallen, genauso wie Finnland. In Schweden, da sehe ich wahrscheinlich auch noch nicht so ganz, was da los ist. Aber ich könnte mir vorstellen, Schweden ist auch dabei. Wir könnten jetzt direkt sagen, Leute, Kurzarbeit. Beginn die Entwicklung eines Impfstoffes. Ja. Erhöhte Impfstoffgeschwindigkeit. Das wollen wir und das wollen wir. Reaktion. Hände waschen. Ja? Wir fangen an, einen Impfstoff zu entwickeln. Warum nicht? Man kann ja schon mal anfangen. Würde ich sagen. MRSA-Impfstoff kann erforscht werden. Ein Impfstoff bietet die beste Chance, die Krankheit aufzuhalten. Die Entwicklung wird viel Zeit in Anspruch nehmen und soll so früh wie möglich gestartet werden. Das haben wir ja gemacht. Oh, shit! Wir haben jetzt den ersten Ausbruch in Afrika. Das ist natürlich jetzt schon mal nicht so nice. Das breitet sich so langsam hier jetzt aus. Was kostet für ein Schiff? 10. Wir ballern jetzt auf Schiff. Nein! Oh Gott, ey! Das kann doch nicht sein. Jetzt ist das erste Schiff losgefahren. Ich wusste es. Und jetzt haben die da einen Flughafen auch noch. Okay, wir brauchen das Einsatzteam da vorne. Hafen wird kontrolliert. So, Island haben wir auch. Piazmiert, Impfstoff kann erforscht werden. Oh, ein Impfstoff bietet die beste Chance, eine Krankheit aufzuhalten. So, wie viele Punkte kostet das jetzt? Quarantäneoperation. Es kostet 10 Punkte. Aber Desinfektionsmittel ist, glaube ich, noch günstiger. Macht aber genauso viel. Was ist das denn? Klinische Behandlung. Ach, scheiße, wir wollten doch forschen gehen. Scheiße, da habe ich alle meine Punkte wieder ausgegeben. Okay, in Deutschland sind wir jetzt auch. Das heißt, Homecoming hier. Wir sind auch am Start. In Russland ist auch schon... Oh Gott, in Russland sind sie auch schon. 13. Okay, Heilmittelforschung. Let's go. Beziehungsweise, wir können doch in Europa jetzt auch hier sagen. So, Europa. Ja, Alarm in Europa! Leute, wir machen die Grenzen zu. Zack. Leute, dann wart. Hat 373 Fälle. Leute, das ist ja nix. Die Mortalitätsrate ist bei 3,57%. 300 Leute sind infiziert. 2 Leute sind tot. Ich würde fast schon behaupten, wenn ich jetzt hingehe und sage, Leute, alle Kurzarbeit, dann drehen die mir ja schon am Rad. Das heißt, ich muss erstmal... Das ist ja das Schlimme. Ich muss erstmal warten, bis richtig was passiert. Weil wenn ich jetzt sage Kurzarbeit, dann sagen die doch, hey, wegen 2 toten Leuten und 300 Leuten, die infiziert sind. Das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt, ich muss jetzt erstmal warten, bis mehr Leute gestorben sind. Ne, sehe ich ja gar nicht ein. Ich will, dass die Leute geschützt sind. Zwinge ein Zielland, Grenzverbindungen zu schließen und einen Monat in den Lockdown zu gehen. Verweigerung erhöht sie. Ja, das macht doch Sinn, oder? Und nochmal so ein Team. Wir müssen es irgendwie... Oh Gott.
Uff, uff, uff. Wie sind wir denn jetzt dahin gekommen? Ab nach Mexiko. So, Impfstoffproduktion erhöhen. Wichtig. Wir haben auf jeden Fall hier einen großen Infektionsherd. Das heißt, ich bin dafür... Ah, wobei, noch geht es. Müssen wir anfangen, irgendwas zu stoppen? Wobei, es ist jetzt schon überall verteilt. Jetzt noch nichts angefangen. 12 Jahre bis zum Abschluss? Als ob ich 12 Jahre brauche. Und jetzt verteilt sich hier die ganze Scheiße gerade. Okay, wie kriege ich die Welt? Wie kriege ich die unter Kontrolle? Potenziell Lockdowns machen, aber... ich glaube, ich sollte mal Südamerika lockdown. Keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt noch. Kurzarbeit ist schon nicht schlecht, ne? Wir wollen ja auch, dass die keine Verweigerung mehr machen. Schicke signifikante Finanzhilfspakete an ein Land, das unter Quarantänemaßnahmen leidet. Okay. Die Frage ist, ob ich hier noch irgendwie was Spannendes finde. Auch Grenzüberwachung und so ein Zeug, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es damit schon vorbei ist. Aber wir lockdownen hier jetzt. Oha. Australien hat's auch. Okay, wir machen das mit den Ländergrenzen, das machen wir mal, glaube ich, wieder rückgängig. Die scheinen wohl irgendwie genervt darauf zu reagieren. Ich verstehe gar nicht, warum. Das ist alles Deppen. Alles Deppen. Ich glaube, wir brauchen jetzt das mit den Regierungspartnerschaften. Beziehungsweise Weltpolitik. Wir müssen ein bisschen mehr informieren. Wir müssen hier die neuen Länder drumrum spotten. Oh. Da hustet schon jemand. Oh mein Gott. 50% Anstieg bei der Todesrate. Weil wenn die verrecken, können die weniger Leute anstecken, ne? Also sollten auf jeden Fall das mit denen machen. Und vielleicht unsere Lokalisierungstrupp. Können wir ja gucken, dass nicht so viele sterben. Lohnausfälle übernimmst und Sozialleistungen erhöhst. Verringert Verweigerung durch Quarantänemaßnahmen. Das machen wir doch erstmal. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und gleichzeitig machen wir auch mal wieder... Machen wir die Ländergrenzen? Ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Soweit sind wir noch nicht. Wo ist denn noch am Start? Ach komm, China jetzt auch? Oh Gott. Also wir sollten hier ein bisschen weiter in die Richtung gehen, dass die Leute sich besser schützen. Das macht auch total Sinn. Also, okay. Übertragung per Flugzeug, per Schiff, per Land... Haben wir jetzt alles ein bisschen eingedämmt. Das sollte jetzt eigentlich ein bisschen entspannter werden. Wir sind jetzt auch nur noch bei 7%. Also hier in Korea ist ja ganz nett. Haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. Finnland von Piazmiat überwältigt. Hohe Infektionsraten überwältigen das Gesundheitssystem in Finnland und sorgen für eine deutliche Erhöhung der Mortalität. Oh, das ist aber schlecht. Vorbereitung auf den Notfall. Wir sollten dann unser Krankenhaus hier ein bisschen vorwärts treiben. Und vielleicht gezielte Quarantäne erforschen. Das kostet 4 Punkte. Und wenn Finnland... Oh ja, Finnland geht ja gerade richtig ab. Finnland sollten wir einfach mal schließen. Genauso wie Schweden vielleicht. Oh mein Gott, Schweden hat ja 2 Millionen. Lass doch mal Norwegen zwingen. Wir haben 18 Ressourcen. Ja, pass auf. Das nehmen wir mal. Wupp. Genauso wie Kurzarbeit. Schütze Arbeitsplätze, indem du... Ach nee, das sind... Okay, das können wir jetzt hier machen. Okay. I see. Nein! Nein, Island! Island, was machst du denn? Mann, Island, so schnell kann ich euch gar nicht in Lockdown schicken. Zack. So, Norwegen. Ja, Sigi! Was ist das denn? Norwegen ist in Lockdown, also geht jetzt Finnland ab? Hä? Und in Russland sind wir auch dabei. Quarantäne. Europa. Alarm. Zack. Was können wir denn jetzt hier machen? Lockdown. Erzwinge Isolation, falls der Land Infektionen meldet. Ja, das müssen wir ja machen. Die haben ja alle Infektionen, die Länder. Lockdown. Autorität ist noch alles super. Okay, Grönland ist halt auch dabei. Ja, Grönland ist halt leider nicht Europa, wa?
verringert die Infektion leicht und ein öffentliches Bewusstsein dafür schaffen. Bevor wir was haben. Desinfektionsmittel wichtig und Selbstisolation. Ja. Was? Wir müssen auf jeden Fall die Mortalitätsrate senken. Menschen müssen mindestens 2 Meter Abstand halten. Er reduziert nochmal die Verringerung. Nicht Verringerung. Kontaktverfolgung kann Infektionen besser verringern. Nehmen wir. Social Distancing macht die Infektionsrate niedriger. Das ist halt ein allgemeines Ding, was ich halt super gut finde. Komm, wir warten ein Ding ab und mal Social Distancing. Was ist das denn jetzt? Sterberate geht hoch, oder was? Hohe Infektionsrate überwältigen das Gesundheitssystem in Peru und sorgen für eine deutlich erhöhte Mortalitätsrate. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Ist die Verweigerung jetzt schlecht oder gut bei der Prozentzahl? Wir ballern einfach jetzt nochmal Social Distancing gleich rein. Masken tragen. Alter, dass Masken 15 Ressourcen kostet. Holy shit. Wir machen mal den Lockdown weg. Okay, wir haben jetzt 21. Damit könnte ich die Impfstoffbeschleunigung Forschung beschleunigen. Ja, sicher, machen wir. Wir müssen hier zumachen. Europa. Zu. Ländergrenzen zu. Zählt das für beide Länder? Ja, das zählt für beide Länder. Okay, die beiden Länder haben wir jetzt mal unter Quarantäne gesetzt. Mein Korea geht natürlich auch heftig ab. Minus 21. Lol, wie viele Leute hier richtig geil genesen. Voll nice. Okay, jetzt können wir ja mal gucken, ob wir unsere Forschung ein bisschen vorantreiben. 9 Punkte brauchen wir dafür. Oh, Finnland verreckt ganz schön. Aber ist ja nicht schlimm. Okay, wir müssen irgendwas tun, damit die Verweigerer nicht so crazy unterwegs sind. Beziehungsweise, ich glaube, es macht Sinn, die Quarantäne hier in Europa wieder zu deaktivieren, ja. Weil wir haben die 2 Länder, die problematisch sind. Piazmiert Mortalitätsrate belastet Autorität. Viele Tote. Das ist wirklich belastend. Ich würde mal sagen, Autorität müssen wir ein bisschen pushen. Wir werden sonst irgendwann abgesetzt. Wir haben jetzt 9 Punkte dazugekriegt. Sehr schön. Und jetzt gehen sie nach Südafrika. Mein Gott, England ist so ein Scheißloch. England ist so ein Scheißloch. Ihr werdet jetzt in den Lockdown geschmissen. So, zack hier. Mir doch egal. Dann seid doch alles Verweigerer. Scheiße, England hat hier so viele Flugzeuge losgeschickt. Oh, jetzt haben wir es auch in Kanada. Da überall. Scheiße. Aber hier in Nordeuropa haben wir es richtig gut unter Kontrolle. Haben wir noch Reisebeschränkungen? Nicht mal das haben wir. Krass. Okay, vielleicht helfen diese Maßnahmen ja wirklich. Guck mal hier. Maske tragen. Zack. Leute, tragt doch einfach mal eine scheiß Maske. Ja? Aber jetzt sieht alles noch. Piazmiert mutiert. Ein neuer Stamm von Piazmiert wurde in Norwegen entdeckt. Er scheint etwas infektiöser zu sein. In Norwegen? Das ist jetzt aber schlecht, wenn er infektiöser ist. Kontaktverfolgung. Wichtig. Eigentlich ist Händewaschen genauso wichtig. Desinfektionsmittel. Krankheit von Oberflächen zu entfernen. Verringert Infektion. Ja, wir müssen gucken, dass sich das nicht so schnell verbreitet. Landesweite Verweigerung in baltischen Staaten. Ach, ihr miesen Spinner. Die Menschen ignorieren Lockdown- und Quarantänemaßnahmen komplett. Setze Konjunkturprogramminitiativen ein oder deaktiviere Quarantänemaßnahmen. Ja, okay, setzen wir auf Konjunkturpakete. Gezielte Finanzhilfen. Schickt signifikante Finanzhilfepakete an ein Land, das unter Quarantänemaßnahmen leidet. Verringert Verweigerung im Zielland. Und da wir wissen, solche finanziellen Hilfen kommen immer direkt an, nehmen wir die natürlich. Impfstoff kann erforscht werden. Yes! Wo? Oh mein Gott, Alter. Wie soll ich das stoppen? Meine Autorität sinkt. Wir haben genug Ressourcen. Los, forschen. Ich bin schon ewig nicht mehr krank gewesen. Oh, wupp. Okay, oh, wir haben Ressourcen. Forschen. No! Der Spinner ist am Start. Okay, das war's. Wir sind lost. Scheiß aufs Einsatzteam. Ich kann nicht überall Punkte reinstecken.
Wir gehen auf Forschung, Leute. Und jetzt gehen wir danach auf ein bisschen mehr Eindämmung. Ja, hier, das macht auch Sinn. Yo! Der Regierungsberater, der beim Verstoß gegen Lockdown-Verordnung erwischt wurde, wird nicht entlassen, da er lediglich von den Regelungen verwirrt war. Machen wir den Lockdown in... hier in Ostafrika. Das ist auf jeden Fall harte Verweigerung. Und wir müssen den Flugverkehr einstellen. Deaktivieren den Lockdown nochmal. Ja. Ja. Machen aber als Reaktion den Luftverkehr und den Schiffsverkehr stellen wir ein. Und wir gehen nochmal da ins Land und gucken mal, ob wir da eine Möglichkeit haben, vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu tun. Ah, so eine richtig harte Mortalität hier in dem Land ist halt echt nicht geil. Was ist das da? Grün? Grün sind gesunde. Das ist potenziell nicht schlecht. Auch wenn es hier jetzt scheiße läuft, in manchen Ländern, haben wir schon immerhin 16%. Das ist doch gar nicht so scheiße alles. Endlich mal auf der anderen Seite. Jetzt können wir mal das Virus hier verfolgen. Alter, die verteilen das hier schön fröhlich auf der Welt gerade. Ganze Scheiße. Ja, ich will einfach weiterhin die Mortalität und Infektionsrate sowas senken. Das ist halt auch smart, sowas hier, ne? Einfach scheiß drauf, lokale Lockdown 20. Norwegen doch jetzt einfach mal zumachen für einen Monat, oder? Wenn der neue Stamm da entdeckt wurde, zack, nein, und dann fährt er los. Ach komm, du willst mich doch verarschen. Jetzt ist er in Island, ja komm. Und von Island fliegt er jetzt nach Amerika. Ach komm, ihr könnt mich doch alle mal sonst wo. Das brauchen wir gleich. Wir müssen schneller forschen. Oh, wir sind schon bei 79%. Oh mein Gott, wir sind richtig gut am Start. Dann machen wir doch schon mal Impfstoffherstellung. Pushen wir schon mal, damit die schon mal anlaufen. Beziehungsweise, was können wir denn hier machen? Beschleunigte Herstellung. Nutze Zusatzpersonal und moderne Produktionsanlagen, um Kapazität, Geschwindigkeit und Effizienz zu erhöhen. Mit Impfstoffherstellungsgeschwindigkeit. Nice. Aber ich glaube, wir sollten noch gucken, dass nicht so viele Leute sterben. Geht das, ohne 4 Punkte zu machen? Ja, guck mal hier, 3 Punkte. Die Forschung nach einem Piazmid-Impfstoff wurde abgeschlossen. Doch Versäumnisse bei der Vorbereitung der Massenproduktion führen dazu, dass die Impfstoffherstellung sehr lange dauern wird. Was? Was? Ich hab schon Stufe 2 in der Herstellung. Hätte ich Stufe 3 machen müssen, oder was? Ach, komm. Ja, jetzt huste mal hier nicht rum. Das ist auch so, ne? Das kennt man so aus der Öffentlichkeit aktuell, ne? Wenn man mal husten muss, wenn man sich irgendwie verschluckt hat oder so, dann sind die Leute mal direkt... Covid! Etabliere Infrastruktur, Personal und Ausrüstung. Ja, Mann. Zack. Eigentlich ist es nur ein Eindämmen... Warte mal, können wir eigentlich noch mehr in Lockdown setzen? Also hier so... US und A. Zack. Dicht. Na klar! USA dicht gemacht, schon ist Kanada dabei, oder was? Guck dir mal an, jetzt kommen die Schiffe da angefangen. Norwegen von Quesk überwältigt. Hohe Infektionsraten überwältigen das Gesundheitssystem in Norwegen und sorgen für eine deutlich erhöhte Mortalitätsrate. Toll. Vielleicht sollten wir, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, vielleicht die Quarantäne, weil ich meine, in Europa rebellieren mittlerweile alle gegen mich. Nur weil die mal ein bisschen hier im Lockdown sein müssen, in Quarantäne. Hä? Okay, ist deaktiviert. So, ihr liebt mich jetzt alle wieder, oder? Scheiße, ja, Mann. Da, guck mal! Norwegen. Was heißt denn das? Was ist denn das Grüne? Genesen. Das bringt ja doch was. Oh mein Gott. Implementiere Notfall, erhöht Impfstoff-Forschungsgeschwindigkeit. Ja, BMs, Alter. Meine Autorität sinkt. Könnte daran liegen, dass Europa den Bach runtergeht. Autorität. Wait, was? Zensur? Bitte was? Autorität 1 Monat eingefroren. Nee, das machen wir mal noch nicht. Erhöht Autorität deutlich.
Internationale Kooperation und Koordination, Leute. Die Autorität wird deutlich erhöht. Warte mal, ich habe nur noch 25. Da, plus 43. Oh Gott. Ich habe immer das Gefühl, ich mache eine Sache, ja, die mir hilft, und dafür ploppen aber leider 4 neue Länder auf, die sich gerade mal lachend infiziert haben. Nehmen wir das. Neues Trainingszentrum bauen. Oder einfach die Mortalitätsrate auch 10 Autorität nochmal bekommen. Dann da bitte noch so ein Ding hin. Wir arbeiten gerade dran. Zu viele Tote. Finanziere Reaktionsinitiativen und Lockdowns, um die Mortalität zu verringern. Ja, die Toten sind halt echt krass, wa? Also wir brauchen auf jeden Fall hier den... Aktivieren wir nochmal den Lockdown. So. Impfstoff. Okay. Die Forschung nach einem Arschlecker-Impfstoff wurde... Arschlecker-Impfstoff wurde abgeschlossen. Der Beginn der Vorbereitung der Massen beschleunigt die Impfstoffe dann leicht. Wunderbar. So. Impfstoff. 28. 28 brauchen wir. Gibt's noch irgendwas, was so allgemein nach unten geht? Lieferketten verbessern. Ja. Ich glaube, wir kümmern uns mal dann wieder langsam um die beschleunigte Herstellung. Kann man nämlich schon mal anfangen zu kaufen. Weil wir jetzt bei 67% mittlerweile sind. Dann können wir nämlich gleich schön den Impfstoff machen, herstellen. Und dann ist vorbei. Dann haben wir gewonnen! Bekämpfung von Sekundärinfektionen durch mRSA führt zu einer erhöhten Medikamentresistenz der Krankheit. Ein medizinisches Dilemma. Okay, das ist scheiße. Peru geht richtig vor die Hunde. Aber gut, man muss halt auch mal, man muss im Zweifel auch mal Länder opfern, ne? 28. Das gönnen wir uns. So. Wir sind jetzt voll auf Impfstoff gegangen. Das heißt, wir kriegen da gleich richtig schnell produziert, den Quatsch. Hoffentlich. Da müssen wir nochmal uns um das kümmern. Wir müssen mehr Autorität wieder haben. 7 haben wir. Gucken, wie viel wir da kriegen. 77. Die Forschung nach einem mRSA-Impfstoff wurde abgeschlossen. Eine begrenzte Verbreitung der Massenproduktion beschleunigt die Impfstoffherstellung leicht. Ja gut, aber das läuft doch eigentlich. Die Produktion müsste doch on point gerade sein. Hier, Fernseh. Autorität 1 Monat eingefroren. Erhöht Verweigerung. Oh. Nee. Wir machen das machen wir nicht, ey. Bist du verrückt? Nee. So, erhöht Autorität ein. Krass. Plus 19. So, jetzt wird hier aber richtig gefickt, ne? Jetzt macht die Krankheit aber auch keine Gefangenen mehr. Ach du Scheiße. Okay, hier werden Leute geheilt. Nice. Unser lokales Team vor Ort ballert. Richtig gut. Wir haben zwar viele Todesfälle, was für unsere Autorität nicht so gut ist, aber insgesamt läuft das ganz gut. Was? Die werden alle geheilt! Oh! Nein! Also es verrecken noch super viele. Ja. Muss man ja einfach so sagen. Aber, hier wird ordentlich gerade geheilt. Da sollten wir mal langsam hier die Mortalitätsrate weiter senken. Dann nehmen wir mal das, die Mortalitätsrate senken. Und die Infektionsrate noch weiter senken. Och, Australien. Radikalisierte Impfgegner haben eine Impfstoffforschungsanlage zerstört. Der Impfstofffortschritt wird zurück. Seid ihr wahnsinnig? Was stimmt denn nicht mit euch? Ich sehe mich gleich dazu gezwungen, hier Zensur einzuführen. Ich will nicht zensieren. Autorität kurz vor dem Zusammenbruch. Ich fürchte, bleibt mir nichts anderes übrig. Selbst das geht so gerade. Forschung ist aber erst bei 20%. Warum geht denn da nicht schneller? 25% eigentlich. Oh. Ja, hoppala. Autorität 3 kostet 18 Ressourcen. Eigentlich müsste ich das machen, bevor der Monat abläuft, weil ansonsten bin ich halt völlig am Sack. Komm schon. 16. 17. Zack, zack. Ja. Jetzt haut Mutti mal um den Tisch.
und sagt, gib mir Autorität, oh mein Gott. Die Zensurinitiative wurde von Reportern aufgedeckt, Autorität ist nicht mehr eingefroren. Da war ja knapp. Deutschland hat auch noch nicht so ganz viele... Na doch, guck mal hier, geht gut zurück, die Zahl der Infizierten. Also die... In Deutschland muss man sagen, also da, wo die Maßnahmen angenommen werden, da gehen die Infizierten zurück. Momentan sehe ich auch kein Land, was Autorität zusammengebrochen. Was? Hey, ich war doch gerade noch bei 20. Ja. Na gut. Menschen ignorieren Lockdown komplett. Sie... Echt? Okay, hier sind mittlerweile auch relativ viele gesund, wa? Okay, stopp. Da. Die finanzieren wir. Ordentlichen Sprung. Für den Impfstoff. Sieht aber alles sehr gut aus aktuell. Wir haben 11 Millionen Infizierte weltweit. 48 Millionen Tote. Okay, was heißt, sieht sehr gut aus. Verweigerung ist 17%. Ja. Zack, zack, zack. Okay, hat das Sicherungs... Und wird zugelassen. Beginnt umgehend. Ja, komm, Freigabe läuft. Okay, ganz ehrlich, ja, wir brauchen auf jeden Fall in Indien noch ein Team. Wir brauchen Autorität. Und können wir die Mortalität noch kurz verringern? Eine weitere Rezession, die man nur einmal leben erleben sollte, ist die Realität. Wir können kaum noch mit den Schultern. Ja, okay. So. Okay. Wir machen die Kontrolle, den Lockdown weg. Check. Und wir fliegen nochmal da mit einem Spezialistenteam hin. Aber das sieht gerade ganz gut aus, oder? Die Krankheit ist ausgelöscht. Doch haben so viele damit Leben gekostet. Die Menschheit wird sie erholen, aber sie wird Namen davon tragen. Sieg! Infusionstherapie, nochmal 9. Zu viele infizierte Länder, setze Quarantänemaßnahmen ein, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Ach. So, wir haben jetzt die Produktion auf. Durch. Freigabe? Alter, jetzt muss ich noch irgendeine Kack-Freigabe erwarten. Was soll das denn? Ich dachte, ich bin jetzt durch. Der Impfstoff hat das Sicherheitsverfahren durchlaufen und wurde zugelassen. Die weltweite Auslieferung des Impfstoffs beginnt ausgehend. Ja, let's go. Jawohl, guck mal. Woo! Jetzt geht rund. Jetzt geht es rund. Guck mal, ich hab das doch ganz gut... Ja, guck mal, die Autorität wächst. Ja, weil ich hier gute Sachen mache. Denn die Welt wurde geheilt von Meister Jay. Hier, und ich gönne euch noch mal ein bisschen Kohle, weil ich krass bin. Bin ein guter Mensch. Sehr schön. Hier, Peru ist richtig am Arsch. Ein infizierter Loch, irgendwo. Auf der Welt. Auf einer geheimen Insel. Die Krankheit wurde vollständig ausgelöscht. Obwohl viele Menschen gestorben sind, hat der Großteil der Menschheit dank deiner kompetenten Führung überlebt. Sieg. mRSA wurde durch deinen Impfstoff ausgerottet. Die Welt ist gerettet. Das läuft eigentlich ziemlich gut. Die Produktion läuft an. Das sieht richtig, richtig gut aus. Autorität ist auch noch da. Ich muss gar nicht so großartig Grenzen schließen und so. Okay, Ursprungsland steigt wieder. Nice. Schweden, was ist mit dir los? Habt ihr nicht draus gelernt? Ihr lernt einfach nicht draus. Kann das sein? Initiativen-Kombo. Meldegehorsam. Ein verstärktes öffentliches Bewusstsein führt zu einem starken Anstieg an Bußgeldern für Verstöße gegen die Maskenpflicht. Verweigerung verringert. Ja, nice. Das ist doch was Positives für mich, ne? Madagaskar ist jetzt auch am Start. Fuck. Und die Türkei mag mich ja gar nicht. Oh Gott, die Türkei hasst mich. Okay, wir müssen irgendwas gegen die Verweigerer machen. Wir müssen denen ein bisschen Geld geben, oder? Wir haben gleich den... Ja, Piazmiat-Impfstoff fertiggestellt. Boom! Freigabe läuft. Boah, da fliegen die Impfstoffe in die Welt hinaus. Damit ist Piazmiat ausgelöscht worden. Die Krankheit wurde vollständig ausgelöscht. Obwohl viele Menschen gestorben sind, hat der Großteil der Menschen dank deiner
kompetenten Führung überlebt. Sieg! Damit sind wir durch. Menschen sind scheiße. Da in den Ländern, wo die Sachen, die ich angeordnet habe, angenommen wurden, ja, da hat sich die Infektionsrate verringert, die Mortalitätsrate nicht erhöht und die Genesungen sind gestiegen. Trotzdem fangen die Leute an, plötzlich irgendwelche Fabriken abzufackeln und. Was? Ja, die wollen ja auch noch leben können, wenn Freiheit, die nichts zu essen haben. Wenn die halt ja, aber die können ja eben nicht leben, wenn die sterben. Das ist ja das Problem. Ja, weißt du? Okay. Ja, ich hasse dieses Spiel einfach. Ich glaube, ich werde niemals mehr als 0 Punkte kriegen. Oh, meine Autorität ist zusammengebrochen. Ja, obwohl ich 7 Milliarden gesunde Menschen habe. Ja, ich habe. Nee, Moment mal. Ach nee, Moment. Ich bin. 7 Milliarden ist schon. Wie viele Tote hast du? Ich bin. Der fängt ja wieder an, von vorne durchzulaufen. Die Tote, also ich habe nachher gemerkt, die Toten untergraben deine Autorität sehr stark. Da muss ich irgendwann auch hart gegensteuern. Also. Kann man irgendwie ans Ende springen direkt? Also bei mir sind so 20 Millionen Leute gestorben. Was? Bei mir sind eine Allein Million 10 nur Millionen gestorben. In Saudi-Arabien. Eine Million sogar. Eine Million nur. Kann man ans Ende springen? Krass. Bei mir sind 2,9 gewesen. Aber bei mir sind 49 Millionen gestorben. Ich habe ein Land habe ich komplett abrippen lassen, Ostafrika. Echt? Bei mir ist Peru richtig geopfert worden. Nein. Ein Land verkauft. Das ist ja nicht das Schlimme. Ostafrika habe ich einfach über die Wupper gehen lassen. Die haben sich nicht dran erhalten. Da habe ich gesagt, okay, komm dann hier, Jungs. Nice. Ne? Ich meine, ich hätte nicht mal ein Land dabei gehabt, was komplett halt RIP war. Ich meine, Norwegen stand zwar kurz vorm Zusammenbruch, aber da leben halt immer noch Menschen. Mhm. Ja. Ich glaube, gestorben sind bei mir 19,3 Millionen, infiziert sind 18 Millionen. Geht ja, aber guck doch mal, genesen 140 Millionen. Das heißt, die Menschheit wird ja nicht aussterben. Nee, das stimmt. 20 also, Millionen Tote geht ja auch noch voll klar. Die stellen also, sich da Ich hab's auch geschafft. Ich hab mehr als 0 Punkte mit 20 Millionen Toten. Krass. Ich hab auch mehr als 0 Punkte. Ja, was? Also 19 Millionen haben die dann gesagt. Also ich musste einmal Zensur benutzen, was ich eigentlich vermeiden wollte. Oh. Hab dann nochmal meine Autorität erhöht. Aber plötzlich gab es dann irgendeinen Fall, wo dann Autorität von 19 auf 0 geschossen ist. Nehmen wir ihn. Na, kacke. Ich hab 82.124 Punkte. Wieso hast du so viel? Ich hab noch viel mal 82? Tote. Als wenn 82.124. Ja, dann biet ich habe 50.000. Ich biete 95. Ach, die biete ich nicht mehr. Wie viele 86. Tage habt ihr? Das heißt, ihr 230. Habt alle geschafft, die Krankheit zu besiegen. Ja, ganz easy. Also ich hab die auch recht easy gemacht. Ich bin direkt auf Impfstoff impfen alles gegangen. Impfstoff ja, ich bin auch alles impfen. Ich bin auch direkt auf Impfen gegangen. Also ich bin jetzt wieder der Einzige, der 0 Punkte hat. Ich glaube, das ist einfach nicht mein Spiel. Ja, bisher hatte ich aber auch immer 0 Punkte, Christian. Also ich kann ja, aber ich habe noch nicht mal geschafft bis zum Ende. Weißt du, also ich will dir nur sagen, jedes blinde Huhn findet mal ein Korn. Ich habe es diesmal gefunden. Unfassbar, ey. Ja, wer hat denn dann jetzt gewonnen? Peter? Peter. Ja, nice. Peter GZ. Ja, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.